Massai in Africa. Natur SelMcKenzie Selzer-McKenzie. Outdoor Day SelMcKenzie. Die Massai, Massai, Massai oder Massai sind eine ostafrikanische Volksgruppe, die in den weiten Ebenen im Süden Kenias sowie im Norden Tansanias beheimatet ist. Trotz ihres vergleichsweise kleinen Bevölkerungsanteils sind die Massai wegen ihrer weitgehend beibehaltenen halbnomadischen Lebensweise, ihrer auffallenden Kleidung und ihres Wohngebietes nahe den Nationalparks die vermutlich bekannteste Volksgruppe Ostafrikas. Obwohl sie einerseits an alten Lebensweisen festhalten, verstehen sie es andererseits, ihre Kultur zu vermarkten. Ein literarisches Denkmal hat ihnen David Reed unter anderem mit seinem Roman Waters of Sasanian gesetzt. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu. In Ostafrika leben vermutlich etwa eine halbe bis zu einer Million Massai. Ihre tatsächliche Zahl ist sehr ungewiss. Bei Volkszählungen in Kenia geben viele Massai ihre ethnische Herkunft nicht an, da sie Benachteiligungen fürchten. In Tansania wird die ethnische Herkunft bei Volkszählungen nicht berücksichtigt. Die Mehrzahl der Massai leben im Süden Kenias. Die Gesellschaft der Massai unterteilt sich in 16 Untergruppen, Elosum genannt. 4 dieser Untergruppen leben hauptsächlich in Tansania, der größere Teil in Kenia. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu. Das Volk ist vor allem in der Serengeti in Tansania sowie in der Masai Mara und dem Amboseli Nationalpark in Kenia beheimatet. Sprache und Herkunft eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Die Sprache der Masai gehört zur nilo-saharanischen Sprachfamilie und darin, ebenso wie die Sprache der Samburu.